Fußball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball, das ist die Ausgabe für Montag, den 16. November 2020. Den ganzen Tag über habe ich so einen Ohrwurm. Lazy Sunday Afternoon. Weiß nicht, ob ihr das kennt von The Small Facey. Lazy Sunday After. Ich sollte nicht singen, ich weiß. Ist aber ein Riesenhit gewesen. Und das war für mich so ein fauler Sonntag. Bin aus dem sauteuren Nike-Trainingsanzug nicht herausgekommen. Ich glaube 29 Euro Sonderangebot. Und habe viel Fernsehen geschaut am Vormittag. Um ehrlich zu sein, ganz klein wenig Formel 1. Und natürlich den Doppelpass bei meinen Freunden von Sport 1. Gucke ich immer wegen Laura, weil die hat mal bei mir angefangen. Laura war ein bisschen dünn angezogen. Mache ich mir ja Sorgen, wenn die Mädchen so mit Ärmeln bis hier im Studio stehen müssen in dieser Jahreszeit, aber es war warm, ich gebe es zu. Dennoch hat es den ganzen Tag geregnet und da macht man sich ja einfach Sorgen um die Kinder. So, was war denn da im Doppelpass? Bibi Steinhaus war zu Gast. Die Schiedsrichterin überhaupt, verkauft sich ungeheuer clever gerade. Dann Michael Horeni, das ist ein Top-Journalist, ein Top-Sportjournalist in Deutschland, der bei der FAZ arbeitet. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Und der 1985 ein Praktikum bei mir gemacht hat, bei RTL Plus in Luxemburg. Aber da hat er gesagt, nee, Fernsehen ist nichts für mich. Netter Kerl, immer noch volles Haar, so eine Matte und intellektuell im Fußball unterwegs. Das liebe ich. Weil ich habe das nie geschafft, intellektuell zu wirken. Marcel Reif war da noch ein Intellektueller. Der wiederum hatte, glaube ich, auch heute keine Socken an. Aber wie gesagt, es ist ja noch warm im November. Und Marcel Reif hat mich mal überredet, Motorsportchef bei RTL zu werden. Aber das ist jetzt eine ganz lange, komplizierte Geschichte und dafür müsste ich einen eigenen Podcast machen. Streiche ich. Thomas Helmer hat wie immer moderiert. Und da ist mir eingefallen, dass ich vor 20 Jahren, 25 Jahren in einer Sendung gemeinsam mit ihm war. Achtung, es war eine Sendung der evangelischen Kirche. Thomas war irgendwie mit dem Motorrad unterwegs, ich war im Studio und moderiert haben das damals. Man glaubt das alles gar nicht. Der junge Matthias Obdenhövel und die noch jüngere Barbara Schöneberger. Das hieß, ich glaube, Weg ab, lief morgens um 8 Uhr bei Sat.1, sonntags morgens und war christlich angehaucht. Ist mir alles so eingefallen, als ich heute die Gäste in der Sendung so gesehen habe. Sondern wollte ich laut und deutlich sagen, Dresden hat gegen München 60 in der dritten Liga 2-1 gewonnen. Und ich liebe ja die Nations League, muss ich ja sagen. Also nicht so wegen Deutschland, England, Spanien, sondern wegen der Gruppe D2. Wer da drin ist, ihr wisst das doch. Gibraltar, Liechtenstein, San Marino. Übrigens, ich bin mal im Nationalstadion von Gibraltar gewesen. Die haben tatsächlich einen ganz kleinen Fußballplatz. Da ist es überhaupt ganz toll, nach Gibraltar zu kommen, mit dem Affenfelsen und so. Und wenn man da ankommt, muss man über den Flughafen zu Fuß gehen sozusagen. Und der wird so per Schranke zugemacht, wenn ein Flugzeug kommt. Aber sonst geht man da zu Fuß übers Rollfeld. Und ich habe mir geschworen, das ist so einer meiner Wünsche, einmal mit dem Flugzeug nach Gibraltar. Weiß aber noch nicht, wie ich das umsetzen soll. Ja, und dann gab es das Spitzenspiel in der Gruppe D2, San Marino, Tabellendritter, gegen Gibraltar. Ging 0-0 aus, mein Gott, keine drei Nullen. Und ich finde das immer gut, weil ARD, ZDF, die müssen das, glaube ich, alles zeigen, alle Spiele in dieser Nations League. Und wenn dann die Reporter anfangen, egal wer, das sind ja dann meistens so Jungs aus der zweiten und dritten Reihe, die das aber alle sehr gut machen. Und die fangen dann meistens an mit, die ersten 5 Minuten gehörten der Mannschaft von San Marino. Dann allerdings gab es einige Chancen für Gibraltar. Und nach etwa 1:30 endet der Bericht mit einem, es gab ein trostloses 0-0. Das ist Nations League, wie ich sie liebe. Heute gab es auch Länderspiele am Sonntag. Slowakei, Schottland zum Beispiel, 1-0. Und dann hat mir jemand eine Erinnerung geschickt, bitte das Bild einmal kurz zeigen. Zu sehen sind Rudi Assauer, meine Wenigkeit und eine Frau. Das Ganze aufgenommen bei einem Spiel zugunsten der deutschen Schlaganfallhilfe.
Schalke spielte da gegen, bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ich glaube den FC Gütersloh, hat irgendwie knapp gewonnen. Und ja, Rudi Assauer war der Vermittler, Schalke hat kein Geld dafür gekriegt, alles für den guten Zweck, ich durfte moderieren. Und jetzt kommt wieder meine beliebte Quiz-Ecke, weil ich mache das so gerne, hier Quizfragen stellen. Die Quizfrage lautet, wer ist die Frau auf dem Bild? Wer ist die Frau auf dem Bild? Nicht die Mutter von Bibi Steinhaus. Das wäre eine unzulässige Lösung. Lösung wie immer an up@mux.tv und alle Preise werden immer ganz schnell verschickt. Macht euch keine Sorgen, da bin ich ganz flink und zuverlässig. Und wer die richtige Lösung weiß, oder man muss ja immer sagen, unter all denjenigen, die die richtige Lösung wissen, losen wir einen Gewinner aus. Das ist wirklich eine Rarität, diese dicke, fette Box CDs, wer die noch abspielen kann. Mörderischer Fußball, gelesen von Top-Sportreportern, ja, wie zum Beispiel Werner Hansch. Dschungelcamp. Ach nee, Big Brother Sieger. Ulrike von der Grüben, Sabine Töpperwien, Tom Bartels, Manfred Breukmann und viel mehr. So, macht mit. Ich verabschiede mich dann bis morgen. Dann geht's wieder in Richtung Spanien. Bin gespannt, was da alles noch passiert mit Corona-Tests und all so einem Kram. Facebook und Instagram warten auf euch. Und das war's für heute. Tschüss. Herz, Seele, Ball kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen.